Damit sind wir zurück bei Martha's Dead. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Wir haben den Telegraph benutzt, ne? Was ist denn unsere Aufgabe? Die Gotenstellung. Fotografier die Karte. Lies das Tagebuch. Was haben wir? Das wir fotografieren erstmal die Karte, dann lesen wir oben das Tagebuch, ja? Und natürlich so viel erleben und machen und tun und freispielen, wie geht. Was bist du denn? Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Das habe ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ich habe ihnen nicht wirklich geglaubt, aber der Gedanke war schön. Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanny meine Puppen gemacht. Haben wir nicht für Fotos mit einer langen Belichtung. Habe ich die nicht mitgenommen? Letztes Mal schon das Stativ? Oder habe ich das nicht gespeichert? Egal, jetzt haben sie es mit. Ich habe jetzt, was ich brauche, um Infrarotfotos zu machen. Infrarotfotos. Wenn man mal dafür ein Stativ braucht und man nicht einfach die Kamera festhalten kann. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, oben die Karte wollten fotografieren. Zeitung haben wir schon gelesen. Up to oben. Ich glaube, jetzt haben wir auch schon Fotos gemacht, ne? Egal, machen wir nochmal ein Foto, gar kein Problem. Das war ein sehr abrupter Wechsel. So, scharf stellen und bam. Das war's. Hoffentlich wird das Bild deutlich. Ah ja, genau, muss das Bild noch erstmal. So, dann lesen wir kurz einmal das Tagebuch. Tarotkarten. Zufallsentscheidung. Eine Weissagung. Machen wir erstmal eine Weissagung, ja, von den Tarotkarten. Wupp. So, wir nehmen die Karte. Die Herrscherin. Die Hohepriesterin. Und der Mond. Ich muss über das Äußere hinaussehen. Es gibt jene, die mich verraten und schlecht über mich reden, aber jemand wird mir den richtigen Rat geben können. Ich muss über das Äußere hinaussehen. Verstehe ich nicht. Es gibt jene, die mich verraten und schlecht über mich reden, aber jemand wird mir den richtigen Rat geben können. Crazy. Okay, dann gucken wir uns mal ins Tagebuch rein. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Das ist so eine gute Idee. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen, auch den des Wahnsinns. Weiß ich nicht. Zwei ungelesene Seiten. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanny hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen.
Er hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, wir sind so durchgeknallt. Ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Hab ich. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Weiß ich jetzt nicht, wir klingen schon sehr verrückt, oder? Finde nur ich das gerade. Wir klingen schon sehr verrückt. Was? So, wen sollen wir anrufen? Mein J. Die Quotenstellung. Mach einen Abzug von dem Foto. Ja, das kriegen wir hin. So, Tagebuch haben wir gelesen, Foto haben wir gemacht. Ich will dann nicht zur weißen Frau weitergehen, weil ich das Gefühl, dass ich so viel Story habe. Ich will erstmal den ganzen kleinen Scheiß erledigen. Angst, dass wir sonst was verpassen, tatsächlich. Also machen wir schnell ein Foto, beziehungsweise entwickeln schnell das Foto von der Karte. Das ist eine gute Idee. Drücke mal E, wie bei GTA halt. So, dieses Foto wollen wir entwickeln. Töpfchen. Töpfchen. Und ist die Karte ganz drauf? Yes. Der Druck sollte so in Ordnung sein. Man kann die Einzelheiten deutlich erkennen. Finde ich jetzt nicht. Aber wenn du das sagst, ich wollte gerade schon Martha zu dir sagen. Wenn du das sagst, junge Dame, dann wird das wohl stimmen. Nee, das Bach ist. Haben wir das Fahrrad noch nicht abgeschlossen? Warte mal. Das Fahrrad. Ah, nee, doch. Warum haben wir die noch auf der Karte? Nee, des Baches. Also hier. Vielleicht da, wo ich dachte, dass da was vergraben ist oder so. Maybe. Maybe. Ey, ich bin mir so sicher, dass wir einen Sockenschuss haben, ne? Wir klingen so verrückt. Verrückt. Weißt du, sie klingt so richtig. Richtig. Sie klingt verrückt. Sie klingt verrückt. Ich meine, wir können natürlich auch ganz hart die Main Story sagen. Ich bin's noch reingegangen. Ich wollte vorbeigehen, mal so reingucken oder sowas, aber. Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Fluss Nähe des Baches, das heißt hier. Right? Right.
Oder kann ich es vielleicht noch nicht tun, weil ich. Die weiße Dame, ein Abschied. Lass das Foto in der Nähe des Baches. Ja, aber wo ist denn in der Nähe des Baches? Ihr Witzbolde. Hä? Ich hätte es getippt unter der Brücke. Ich hätte es hier safe getippt. Egal. Gehen wir. Weißt du was? Wir gehen zu Martha jetzt so. Wenn das Spiel nicht will, dass ich hier andere Storys mache, dann mache ich das auch nicht. Dann ist das so. Warum aktualisiert sich das Fahrrad denn nicht? Oder markiert es mir einfach nur das Fahrrad? Hallo, Martha. Gemeinde San Casciano, Provinz Florenz, Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3, Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944 der Tod von Julia K. bescheinigt, Bewohnerin von Via Percebaia, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Da rufen wir es direkt an. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. 6537. Dann spatzen wir Martha mit der machen wir gleich. 6537. Ich nehme gleich den Scheiß spatzen, ja? 6537, 6537, 6537. Darf ich schnell mal anrufen? 6537. Lass mich da schnell anrufen. Na, 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 na. 6537. Sechs. Fünf. Drei. Sieben. Wer ist da? Hallo, hier ist Julia K., die Tochter von Erich K. Ja und? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur wissen, ob ich heute oder morgen vorbeikommen kann. Natürlich nicht. Suchen Sie nicht mehr nach mir. Hören Sie auf, mich zu nerven. Er muss verrückt geworden sein. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass Mama es zulassen würde, dass er sie so behandelt. Der reine Wahnsinn. Wie mit gefundener Nummer benutzen. Hä? Warte mal. Wir haben das gerade im Zettel gehabt. Donatilio. 6938. Dann rufen wir Donatilio an jetzt. 600. Halt mal auf den Tag, schon wieder ein Resubmate. Kurs geht raus. Donatilio. Sechs, neun, drei, acht. Ich habe Don Attilio im Moment nichts zu sagen. Bevor ich mit ihm spreche, muss ich ein paar Dinge klarstellen. Ich dachte, ich kann jetzt anrufen, weil er auch im Zettel vorgekommen ist. Hat es für mich nur Sinn gemacht? Dass der dann auch was zu sagen hat, ne? Oder dass ich was, was zu ihr zu sagen hat und so. Ist das nur ein VOD? Nein, wir sind live gerade. Hallo. VOD würde immer im Stream, im Titel stehen oder im Video selber. Wir sind gerade live. Ich mache nur nebenbei eine YouTube-Aufnahme, deswegen immer versuche, dass so gut es geht als, ich will es nicht als Play nennen, aber, ne? Oder im Titel steht VOD. Ach so, dann haben die Mods das noch nicht geändert. Mami nennt mich immer kleiner Spatz.
Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Hier, Martha, mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Gut, die Grundstellung kriegen wir gerade noch nicht hin, weil irgendwie wir die liegt in der Nähe des Bach. Ah, so. Okay, wir können sie doch beenden. Super. Jetzt machen wir das schnell. Okay, wir müssen also jetzt erstmal gleich ein Infrarotfoto machen. Und wir müssen noch etwas machen. Gucken wir gleich rein. Wir machen links ein ganzes Foto. Ach so. Ich dachte wirklich unten am Bach runter, ne? Wahrscheinlich interpretiere ich da vorne zu viel rein. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Grafikding oder so. Und ich interpretiere da jetzt voll das alles rein, Alter. Hier denn wahrscheinlich hin, ne? Laut Oma war das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Also gut. Das Foto ist jetzt da, wo Sie es haben wollten. Ah. Benutzt den Telegrafen. Oh Gott. Das beenden wir noch schnell, dass das Foto da liegt und so. Ich werde wahrscheinlich erst nächsten Tag dann weitergehen. Also beenden wir das ganz kurz, ja? Beenden wir das ganz kurz. Ich teste nochmal das Fahrrad, ob es jetzt vielleicht heute nicht rumbackt oder so, weil, ey, Alter, wir laufen uns die Füße wund. Wir laufen uns wirklich die Füße wund hier, ne? Ist der Wahnsinn. Lasst uns auf das Fahrrad steigen, lasst uns auf das Fahrrad steigen. Ist aber auch wirklich ein, an sich, ich wollte gerade sagen, ein schönes Rad, aber es ist immerhin, ne, ein Rad. Das ist zur damaligen Zeit viel wert. So, müssen hier runter. Als ob du nicht hier runter kannst. Wofür habe ich denn dieses Kackfahrrad? Wenn ich damit nirgends wohin fahren kann. Ah, hier kann ich runter, oder? Ja, das safe runter, jawoll. Oh, 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 oh. Beruhigen Sie sich. Oh, beruhig dich. Beruhigen Sie sich. Das zu steuern ist gar nicht mal so einfach. Just saying. So. Okay, ist auf jeden Fall schneller, denke ich trotzdem, als wenn wir laufen würden. Den Telegraph benutzen. Ich habe das Foto an der gewünschten Stelle platziert. Also muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um das zu kommunizieren. Und natürlich muss ich mir das Codewort merken. Stadt brennt. Foto, Karte, Versteck. Neben Fluss, hätte ich es gesagt. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. War nicht zu Ende. Nein, nein, das kommt mir nicht eindeutig genug vor.
Ich muss die richtigen Worte finden. Das Foto der Karte ist in Position. Oh. Stadt brennt. Foto, Karte. Gibt es das Wort Position? Positioniert. Over. Lang, kurz, lang, lang. Es ist so. Ich finde es immer noch. Eigentlich finde ich es ganz gut. Es ist halt nur schwierig. Bitte nicht so viel. Bitte nicht so viel schreiben. Bitte nicht. Oh, bitte. Oh, ach Gott sei Dank. Lang, kurz. Lang, kurz, C. Kurz, lang. C, A. Kurz, lang, kurz, C-A-R. C-A-R, wahrscheinlich M, ne? C-A-R, Panzer. Panzer, kurz. Lang, kurz, kurz, L. Lang, kurz, lang, kurz, L, C. Kurz, lang, kurz, kurz, L, L, C, L. Lang, kurz, lang, lang, kurz, lang, K. Sie haben die Position des Panzers ermittelt. Ich sollte mit Erhalten bestätigen, dass ich Ihre Nachricht verstanden habe. Stadt brennt. Erhalten, Ende. Okay. Lipp doch. Oh, also wieder so viel. Nicht so viel. Bitte nicht. Okay. Es ist viel. Es wird viel. Oh Gott. Noch beruhigen Sie sich jetzt bitte. Beruhigen Sie sich bitte. Danke. Lang. T. Kurz, lang, kurz. T-R. Kurz, 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 lang. T-R-U. Lang. T. Gibt es nur T? Nee. T. Dann kurz, lang. Kurz. R. 1, 2, 3, 4, TRV, okay, finden, kurz, lang, N, andersrum, kurz, lang, A, kurz, lang, kurz, R, wahrscheinlich M, ja, finden, Waffen, lang, kurz, kurz, D, kurz, lang, lang, P, DP, gibt nur eins mit DP, Versteck, kurz, 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 lang, V, V gibt es auch nur eins, nahe, lang, kurz, 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 B, gibt es zwei, wenn man zum nächsten Buchstaben kommt, B, und dann S, nahe, Wälder.
Wahrscheinlich denn. Wahrscheinlich over. Im Wald ist ein Waffenversteck? In meinem Wald? In Ordnung. Ich werde es suchen. Ich sollte erneut mit Erhalten antworten. Stadt brennt. Erhalten. Over. Kurz, lang, lang, OP. Ey. Scheiße. Das ist immer so lang. Aber ich will's ja so gut es geht 100% mäßig lösen. Was ich nicht schaffen werde, weil so viel in diesem Spiel vorkommt. Also wirklich fucking viel. P. Also kurz, lang, lang, kurz, P. Lang, lang, kurz, kurz, P, Z. Platz. Lang, kurz, 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 B. Wieder zwei nur. B, lang, kurz, N. Flagge. Kurz, lang, lang, kurz, P. Wieder drei. P. Wird wahrscheinlich L sein. Kurz, lang. Kurz, kurz. Mast. Platzflagge, Mast. E. Also kurz, lang, kurz, kurz. L. L. Haben wir oh, ganz viele L. Lang, kurz. Lang, kurz. L, C. Licht. Lang, kurz. Lang, kurz. C. Kurz, lang, kurz, kurz, CL, haben wir nur einen. Geschlossen. Lang, kurz, lang, kurz, C. MM, Kommunikation. Kurz, lang, A. Kurz lang. Ja, Ende. In Ordnung. Also, nachdem ich dort gewesen bin, werde ich eine Flagge am Telefonmast in der Nähe des Hauses anbringen. Dann wissen Sie, dass ich die Aufgabe erfüllt habe. Ein Kinderspiel. Weiß ich jetzt nicht. Waffenversteck. Ja, der Bunker. Wo wir waren, oder nicht? Wir müssen ja eh in den Wald. Wegen den Fotos. Können wir das ja gleich mal machen. Ab in den Wald. Ab in den Wald. Ab in den Wald. So. Kuckuck. Würde ich hier gerne mal langfahren. Und dann hier gleich die nächste direkt links, bitte. Danke schön. Hier links, ne? War das, glaube ich, ne? Das war direkt hier links. Nee. Die nächste links. Bitte zurück. Bitte zurück. Und hier war das links, oder? Okay. Manchmal war das so ein Bunkermäßig. Oh, warte mal, warte, 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 warte. Stopp, stopp, stopp. Hieß es nicht Grab? Hier sind die Gräber. Ich sollte auf eine neblige Morgendämmerung warten, bevor ich Fotos von ihnen mache. Dadurch wird die Anwesenheit der Geister verstärkt. Ach so, schön. Okay, aber gut, dass hier die Geister aus sind. Super, finde ich toff. Finde ich Tüfte. Finde ich super. Das freut mich. Dass wir bis zu einer Morgendämmerung warten müssen. Warte mal. Ich gehe mal den richtigen Weg. Ist immer eine gute Idee. Chat. Bei sowas immer zum Morgen, wenn man die Geister noch mehr sieht. Toll.
Super Ideen haben wir. Wir sind eine super schlaue Frau. Mein Gott, Alter, ich komme hier nicht hoch, ne? Ach, weißt du was? Fuck you, Fahrrad. Fuck you, ich laufe. Ich kann ja nicht absteigen. Ach, schön.